Weihnachten aus einer anderen Sicht. Jetzt ist sie da, die starte Zeit, wo man sich hat so lang drauf gefreut. Ruhig besinnlich start, draußen das Winterlüftli wart, Kinder basteln, Mamas backen, zwischendrin hörst Nüsse knacken. In der Stube wird's griebig gemacht und jeder wartet auf die heilige Nacht. So soll's sein, so wäre das richtig. Aber Heiztag ist so viel anders wichtig. Adventszeit aus einer anderen Sicht, starte Zeit in einem anderen Licht. Kann sein, dass euch manchmal auch so geht, wie es in die nächste Setzler steht. Ist ja schon gut, dass endlich ist soweit. Das hat ja wirklich kaum mehr gefreut. Im September fängt's schon an, dass man Lebkuchen kaufen kann. Und bei 20 Grad im Schatten kannst du noch ein paar Euros dann berappen, kaufst einen Glühwein in der Stadt, weil's Eiskaffee schon geschlossen hat. Überall liegt's in der Luft, der Zimtgeruch und Läublerduft, Vanillekipfler, Spritzgebäck, so viel, dass Weihnachten dann kaum mehr schmeckt. Alles ist schön dekoriert mit Christmas-Schnee, der niemals gefriert, Fenster zu, pappt, Kerzen brennen, die Feuerwehr braucht sie nicht da rennen, weil alles ist aus Plastik, nimmer echt. Ich weiß nicht, mir ist das überhaupt nicht recht. Überall siehst Zweigler ranken, Nikolaus durch Straßen wanken, Menschen sausen hin und her, als ob am nächsten Tag gibt's nichts mehr. Rumpeln rum und brausen, eine Hektik und ein Sausen, weil an alle Leute sollst denken und jedem auch was Passendes schenken. Und alles wird gekauft, Krawatten fürs Kind, Lego für Papas, die nie erwachsen sind, für die Mutter einen Lumpen zum Putzen, warum nix kaufen, was nicht hat, auch einen Nutzen. Und in der großen Parfümerei, für die Schwiegermutter noch eine Schmiererei. Radio kannst du auch nicht mehr hören, weil sie da gleich so derartig anblärren, Rudolf mit seiner roten Nase, Engel mit 1000 Trompeten blasen, vom Himmel hoch, da komm ich her, Jingle Bells und noch so viel mehr. Doch du hörst keine Engel mehr singen, weil dir ja die Ohrwascheln schon klingen. Zu Weihnachten kehrt der Baum, den will er wirklich jeder haben. Endlich hast du eine Tanne gefunden, selber geschlagen, was hast du geschunden. Bringst es heim, da stellt sie raus, der Baum ist zu groß oder zu klein dein Haus. 2 Stunden später ist alles gut, du hast es geschafft mit Schweiß und Blut. Weil dein kleiner Finger hat's erwischt, der Spaß an Weihnachten immer mehr erlischt. Der Baum dann steht im Ständer drin, 7 oder 8 Kugler sind auch schon hin. Nur noch die Spitze, die kehrt auf, kein Problem, die hockt man schon noch auf. Nauf auf die Leute, mich wundert nix, runtergefallen der arme Sprache, Kruzifix. Am Abend kommt dann das, was man Verwandtschaft nennt. Die Mutter hat sie halber da rennt, dass alles rechtzeitig fertig wird. Alles muss sauber sein, dass er ja keinen stört. Aufreimer, Putzer und auch Kocher. Ja, ja, das hat man dann schon auch gerochen. Mei, ihr kennt es ja der Raten. Nix war's mit dem Weihnachtsbraten. Nix außen knusprig, innen zart. Der war kohlrabenschwarz und mehr wie hart. Nach 4, 5 Schnäpsler hast du dich gefangen. Irgendwann sind dann die Leute heimgegangen. Übrig ist dann bloß der Rest von einem fast perfekten Weihnachtsfest. Legst dich rein ins Bett und denkst wie immer, es hätte sein können noch viel schlimmer. Ich sag das jetzt einmal ganz kest, das alles kommt bloß vom Weihnachtsstress. Ich pfeife auf jedes helle Licht, genauso wie auf jedes Weihnachtsgedicht. Ich brauche auch keine brennende Kerzen, wenn das alles nicht kommt von Herzen. Es heißt nicht bloß stille Nacht, da hat sich schon jemand dabei Gedanken gemacht. Drum ist mein Weihnachtswunsch ganz fromm und frei, lass Weihnachten einfach ein heiliger Abend sei. Zum Wohle.